1, 2, 1, 2, 3, 4. Well, it's a wonderful pleasure to es ist wirklich eine Freude, hier sein zu dürfen. Ich werde versuchen, etwas kürzer zu sprechen, als ich eigentlich Zeit bekommen habe, sodass wir auch noch Fragen und Antworten behandeln können, auch Kommentare. Denn ich weiß, es gibt doch auch Uneinigkeit unter uns und deswegen ist es doch gut, dass wir miteinander diskutieren können. Der weltweite Aufstieg des Islamismus insbesondere und der religiösen Rechten im Allgemeinen hat den Bedarf an Säkularismus zu einer dringenden Aufgabe und Notwendigkeit werden lassen. Es gibt diejenigen in der akademischen Welt, die Theorien aufstellen über eine postsäkulare Welt und darauf bestehen, dass Säkularismus nicht relevant ist für die sogenannten nicht-westlichen Länder. Im Zeitalter von ISIS müssen Sie nicht weit schauen, um zu sehen, dass der Säkularismus nicht nur relevant ist, sondern dass es eine Angelegenheit von Leben und Tod ist für viele Menschen in der Welt, insbesondere für diejenigen, die nicht in den westlichen Ländern leben. Niemand braucht den Säkularismus mehr als Sie. Die Postsäkularisten werden Ihnen sagen, dass der Aufstieg des Islamismus gebunden ist an eine religiöse Wiederbelebung. Ich denke, das stimmt nicht. Mit dem Aufstieg des Islamismus gibt es auch politischen Druck, um religiöses Auftauchen am Leben zu erhalten, um die religiöse Identität homogen zu gestalten und die Religion als einziges Charakteristikum von Gesellschaften und Gemeinschaften zu erhalten. Aber dies wird oft mit Gewalt umgesetzt oder zumindest mit Einschüchterung. Der Hijab beispielsweise ist eine persönliche Wahl seitens einer großen Mehrheit von Frauen heutzutage, sondern das wird ihnen oft auferlegt. Das ist die erste Auferlegung durch die Islamisten, wo auch immer sie an die Macht kommen. Es ist auch sehr umstritten. Hier, es gibt Tausende von Frauen im Iran, die sich in dieser Aktivität den Schleier abgenommen haben. Die Islamisten nutzen den Islam als Vehikel für die extreme Rechte und die Umstrukturierung der Gesellschaft entsprechend, aber der Islamismus handelt weniger von Religion als von Politik. Die Islamisten sind nicht alle Doktrinär oder Fundamentalisten und die Islamisten umfassen eine breite Palette an Gruppen, von ISIS bis zum pragmatischen und konservativen Gruppen des islamischen Regimes bis zu den sogenannten weichen Islamisten oder den islamischen Protestanten wie Suruj. Diese Gruppen wurzeln aber alle im politischen Gleichgewicht, bei dem es darum geht, Macht zu gewinnen. Diese Idee wird klarer, wenn Sie sich andere religiöse rechte Bewegungen anschauen, wie zum Beispiel die buddhistische Rechte in Burma oder Sri Lanka und die Hindu-Rechte in Indien, die das Massaker an den Moslems in Gujarat verübt hat. In Sri Lanka und in Burma. Dann gibt es die christliche Rechte und deren Bombenangriffe auf Abtreibungskliniken und natürlich die jüdische Rechte und die Siedler und die Gewalt in den palästinensischen Gebieten. Wie auch die Islamisten wird Religion verwendet, um Gewalt zu rechtfertigen oder auch Diskriminierung zu rechtfertigen, je nach dem Zugang zur Macht. Aber diese Entwicklungen können nicht allein mit der Religion erklärt werden. Es gibt viele religiöse Menschen und an den Islam glauben, an den Buddhismus, an das Christentum oder das Judentum, die sich aber gegen die religiöse Rechte jeglicher Couleur stellen und die den Säkularismus und Grundrechte verteidigen. Die Menschen leben Religion oder Atheismus in so vielen, auf so viele Arten und Weisen, wie es Menschen gibt. Sie treffen Wahlen und sie formen sich ihren Glauben, sodass der Glauben mit ihrem Leben in Einklang steht. Deswegen erkennen sie oft auch nicht, dass ihre Religion sie erkennen sie nicht im Islamismus oder der religiösen Rechte. Denken Sie aber daran, dass die meisten Menschen in ihre Religion hineingeboren werden und keine Wahl haben, bis sie erwachsen sind, wenn sie dann eine Wahl treffen können, die aber oft sehr schwierig ist, nämlich auszutreten.
Ich habe den Koran erst gelesen, als ich eine Ex-Muslimin, eine Atheistin war. Ich wurde in die Religion hineingeboren, fast wie jeder andere. Ich trug aber keinen Schleier. Ich ging in eine gemischte Schule. Ich wurde nicht anders behandelt als andere Mädchen. Mein Großvater war ein islamischer Gelehrter und mein Name kommt von dem Wort Gebet. Die Religion wurde in meinem Leben erst relevant, als sie an die Macht kam im Iran und eine gesamte Generation hinweggeschlachtet hat. Die Konzentration auf die islamische Lehre, damit kann man nicht alles beantworten, denn Religion ist eine gelebte Erfahrung, genauso wie ein Glaube. Menschen sind mehr als die Religion, die von Geburt an auf ihre Stirn geschrieben steht. Wenn Sie sich das Christentum einmal anschauen, und wir haben ja heute schon sehr viel davon gehört, es ist nicht etwa so, dass die christliche Lehre seit den Tagen der Inquisition geändert hat. Was sich geändert hat, ist die Position und der Status, zumindest in Europa. Zu einem großen Teil wurde die Religion zurückgedrängt durch die Aufklärung, sodass diese heute nicht mehr die gleiche Macht ausübt über die Menschen. Deswegen sieht die Religion wohlwollender aus, also die christliche Religion, als der Islam. So möchte uns das zumindest die christliche Rechte glauben lassen. Das ist aber nicht so aufgrund der christlichen Lehre. Es geht nicht auf Frieden und Liebe zurück. Jede Religion, wenn sie im Rücken an der Wand steht, wird kuscheliger aussehen, um zu überleben. Aber die Religion wird immer noch, selbst wenn sie zurückgedrängt wurde, versuchen, im eigenen Maße zu diskriminieren. Irland ist ja ein Beispiel. Der Islam braucht eine Aufklärung eher als eine Reformation. Ed Simon, der International Society for Heresy Studies, argumentiert, dass ISIS Islams Reformation ist. Calvin sagt, er hat eine wörtliche Auslegung von Dekalogs Bildverbot gelehrt. Und der Mob zielt auf jede Kunst, die blasphemisch ist, genauso wie ISIS das tut. Jetzt, wo ich hier stehe und spreche, hat Iris den historischen Kern von Palmyra erreicht, dem Venedig der Wüste. Der Historiker Mark Lille argumentiert, dass der zeitgenössische Säkularismus nicht aus der Reformation herausgekommen ist, sondern als Antwort auf die schreckliche Gewalt, die die moderne Religion in Europa entfesselt hat. Wir sind Zeugen der Gegenbewegung gegen den Islam und Islamismus heute in vielen Teilen der Welt. Eine Aufklärung kommt von unten auf, aber oft wird diese nicht gesehen, denn die islamische Welt muss ja homogen sein. Und in repressiven Gesellschaften, da sieht man auf den ersten Blick nicht unbedingt das, was man dann letzten Endes auch was die Wahrheit ist. Wenn man mal an der Oberfläche kratzt, dann gibt es sehr viele Explosionen, die bereit sind zum Ausbrechen. Und ich glaube, dass wir vor einem Tsunami des Atheismus stehen. Nehmen wir mal das Beispiel von Fakunda, 27 Jahre alt und angeklagt von einem Mullah, weil sie Verse des Koran verbrannt hat. Sie wurde von einem Mob in Kabul angegriffen. Sie wurde gelyncht, gesteinigt, überfahren, verbrannt und ihr Körper wurde in einen Fluss geworfen, während die Gaffer und die Polizei daneben standen. Jemand hat mir getweetet, das war jemand, der in Europa lebt und keinen muslimischen Hintergrund hat. Was hat sie denn erwartet? Was passiert, wenn sie gegen muslimische Befindlichkeiten vorgeht? Aber war sie nicht auch Muslimin? Sie war sogar tief religiös und sie war zum örtlichen Mullah gegangen, hat ihm gesagt, er solle aufhören, Amulette an Frauen auszugeben und zu verkaufen. Nach ihren brutalen Ermordungen wurde klar, dass nicht alle Afghanen oder Muslime oder muslimische Männer gleich sind. Frauen trugen ihren Körper gegen islamische Bräuche zur Grabesstätte mit Erlaubnis der Familie, um sie herum eine Männerkette zu ihrem Schutz. Sie haben den Sarg bis zum Ende getragen und umgeben und haben ihr den Respekt ausgesprochen, den sie verdient, und haben gerufen, wir sind alle Fakunda. Und als der Mullah der Fakundas Ermordung gerechtfertigt hat, versuchte, zu ihnen hinzuzutreten, haben sie ihn gezwungen, wieder zu gehen. Azayun, ein Jugendaktivist, sagte einmal, das hat mich Fakunda gelehrt. Wir können die Geschichte ändern, die andere über Frauen schreiben. Wir haben uns aufgelehnt gegen den am meisten geachteten Mullah.
Mulla. Wir haben den Sarg getragen und haben sie beerdigt. Nyayish, Medizinstudent, sagte, ich habe geweint. Es war ein langer Weg. Aber ich habe meine ganze Energie aufgewendet, denn ich wollte Fakunda ein vernünftiges Begräbnis ermöglichen. Das war das erste Mal, dass ich meine wahre Macht erkannt habe und mir selbst gesagt habe, dass ich die Traditionsgrenzen überwinde. Nein, es stimmt nicht. Die Menschen Afghanistans sind nicht alle damit einverstanden. Die Moslems sind nicht alle gleich. Vom Iran bis Afghanistan und Algerien gibt es Frauen, die Tabus brechen und Geschichten ändern und sich gegen religiöse Eingriffe in das Leben der Menschen und gegen den Islamismus auflehnen. Sie sehen das beim Kampf, der stattfindet um das Thema Charlie Hebdo herum, die Cartoonisten, die abgeschlachtet wurden aufgrund ihrer Mohammed-Zeichnungen, weil sie dadurch angeblich die muslimischen Befindlichkeiten verletzten. Aber nicht alle Muslims fühlten sich hier in ihren Befindlichkeiten verletzt. Ein Kaffeebesitzer, ein französischer muslimischer Kaffeebesitzer, wurde bedroht, weil er dieses Schild Je suis Charlie in seinem Café vor seinem Café aufgestellt hat. Lassana Basili, ein in Mali geborener muslimischer Angestellter eines Supermarktes, hat Kunden in einem koscheren Supermarkt versteckt in Paris und hat Leben gerettet. Selbst im Iran konnte Nasrin Sotoudeh, eine Menschenrechtsaktivistin, ihre Solidarität zeigen in diesem Land, wo es so viel Blasphemie, Heresie und wo Blasphemie, Heresie, Abtrünnigkeit etc. mit der Todesstrafe bestraft wird. Gleiches sehen wir in vielen anderen Ländern. Eine iranische Zeitung wurde geschlossen aufgrund von Solidaritätsbekundungen mit Charlie. In der Türkei gab es zwei Kolumnisten einer Tageszeitung, gegen die ein Verfahren eröffnet wurde aufgrund von religiöser Diffamierung, nachdem sie das Charlie abgedruckt haben in der Zeitung. Hier sehen wir noch weitere Beispiele. Ägypten bis zum Libanon in der arabischen Welt, Katar, Jordanien stellt sich auf die Seite von Charlie gegen die Islamisten. Nicht alle Muslime fühlten sich angegriffen und auch diejenigen, die sich angegriffen fühlten, haben dafür nicht getötet. Diese Kultur der Beleidigung impliziert absurderweise, dass gutes Benehmen alles das Einzige ist, was man braucht, um die Entführung dem Einhalt zu gebieten. Aber diese Kultur der Beleidigung ist nur ein Deckmantel, der dazu dient, den islamistischen Terror zu legitimieren und die Opfer zu beschuldigen. Der Islamismus ist eine internationale, ganz rechte Bewegung, die ganz viele Charlie Hebdos getötet hat, viele Jahrzehnte lang im Nahen Osten, in Nordafrika, in Asien. Diejenigen, die wurden ermordet, die es gewagt haben zu sprechen. Geliebte Menschen wie Avid, Roy und Antanadas in Bangladesch. Als Frau, als Freidenker, wenn man homosexuell ist, wenn man keinen Schleier trägt, den Schleier nicht richtig trägt, Atheist ist, in die Schule geht, ein Auto fährt, Sex hat, der nicht religiös vorgeschrieben ist, wenn man sich verliebt, wenn man zu laut lacht, wenn man tanzt, all das ist eine Beleidigung für sie. Zensur, Schweigen oder Respekt für die Beleidigten, wenn man das fordert, bedeutet, dass man gegen den Islamismus vorgeht. Aber wie Rosa Luxemburg gesagt hat, Freiheit ist immer die Freiheit der Abtrünnigen, der Abweichler. Was verpackt ist als Kultur der Beleidigung, ist in Wahrheit die Durchsetzung seitens des Islams, der Blasphemiegesetze und der Theokratie unter der Ausrede, dass es ginge um muslimische Befindlichkeiten. Als der algerische Soziologe und Gründer der Bewegung Sekularismus ist Frauensache gesagt hat, Islamismus oder fundamentalistischer Terror ist kein Hilfsmittel der Armen gegen die Reichen, der dritten Welt gegen die erste, der Menschen gegen den Kapitalismus, ist keine legitime Antwort, die unterstützt werden kann durch die progressiven Grenzen in der Welt.
Es ist keine legitime Antwort. Wie gesagt, die unterstützt werden kann durch die progressiven Kräfte in der Welt. Das Hauptziel besteht in der internen demokratischen Opposition gegenüber dem theokratischen Projekt und die Opposition gegen das Projekt, alle Aspekte der Gesellschaft zu kontrollieren im Namen der Religion, einschließlich Bildung, dem Rechtssystem, Jugenddienste etc. Wenn die Fundamentalisten an die Macht kommen, dann bringen sie Menschen zum Schweigen. Sie eliminieren im wahrsten Sinne des Wortes die Opposition, Schriftsteller, Journalisten, Dichter, Musiker, Maler, wie die Faschisten das machen, wie die Faschisten eliminieren sie, wie die Faschisten den Untermensch eliminiert haben, die unterlegenen Rassen, die Homosexuellen, geistig oder körperlich Behinderte etc. Und sie weisen die Frauen in ihre Schranken, sie zeigen ihnen ihren Platz, was letzten Endes einfach nur zu einer Zwangsjacke führt. Ich möchte noch hinzufügen, dass der Kampf politisch ist, der Kampf gegen den Islamismus. Denn es geht dabei nicht darum zu sagen, dass der Islam gutartig sei. Alle Religionen sind meiner Meinung nach gleich und gleich schlecht. Ich habe es schon viele Male gesagt, wie zum Beispiel, wie Zigaretten sollte die Religion einen Warnhinweis tragen. Kann tödlich enden. Es ist nicht mehr das Opium des Volkes, sondern es ist ein Massenmörder. Aber wenn der Islam sieht heute schlimmer aus als alle anderen Religionen, das ist aufgrund der Macht der Islamisten, und diese Macht muss angegangen und herausgefordert werden. Das heißt nicht, dass der Islam keine Grenzen hat. Der Kampf gegen die Religion und den Aberglauben ist eine wichtige, dauerhafte Aufgabe für alle Freidenker. Und noch mehr, wenn es eine politische Bewegung gibt, die Heretiker und Abtrünnige bedroht unter dem Banner des Islam. Unter diesen Umständen dürfen wir es nicht nur zu einer Gewohnheit machen lassen, Gott zu lästern, sondern wir müssen unsere Gotteslästerer ehren, unsere Abweichler, unsere Gotteslästerer, unsere Abtrünnigen. Selbst wenn ihre Handlungen nicht beabsichtigt sind und selbst wenn ihre Aktionen als skandalös geahndet werden. Menschen wie Raif Badawi, der zu 10 Jahren verurteilt wurde und 1000 Peitschenhieben, weil er sich für eine Veränderung ausgesprochen hat. Suhail Arabi, 30 Jahre alt, der zum Tode verurteilt wurde wegen Verunglimpfung des Propheten. Suada Shamri, angeklagt für eine Beleidigung des Islams in Saudi-Arabien, denn sie forderte ein Ende der männlichen Vormundschaft für Frauen. Das Gleiche gilt auch für Abtrünnigkeit. Wir dürfen nicht aus dem Islam austreten. Können wir deswegen exekutiert werden, weil wir dem Islam nicht länger angehören? Dann ist es nur noch dringender, dies anzuprangern, wie zum Beispiel im Rat ehemaliger Muslime. Asun Tucker und die beiden Gründerinnen des Rates der Ex-Muslime in Deutschland und Großbritannien sind beide heute hier. Wenn es möglich ist, unseren Atheismus und unsere Gotteslästerung und unsere Abtrünnigkeit von den Dächern zu rufen, dann müssen wir es gar nicht mehr so dringend tun, wie wir es jetzt heute tun müssen. Hierbei geht es auch um den nackten Protest. Die idealisierte Frau im Islam ist gehorsam, ordentlich verschleiert, unterwürfig und akzeptiert den ihr zugewiesenen Platz in der Gesellschaft. Wir alle anderen, wir sind Huren. Wir werden oft verglichen mit ausgepackten Süßigkeiten. Hier, da sehen wir das, das gibt es im Iran. Von Fliegen bedeckt und zur freien Verfügung. Wir sind die Quelle von Fitna in der Gesellschaft und wir sind das schlimmste Fitna und wir werden für jede Katastrophe und Naturkatastrophe verantwortlich gemacht, für den Zerfall der Familie, der Gesellschaft. Wir verdienen Bestrafung, um die nationalen und islamischen Werte, den Stolz und die Ehre aufrechtzuerhalten. Die Besessenheit des Islamismus mit dem Frauenkörper und das Beharren darauf, dass die Frauen verschleiert sein sollten und vor Blicken verborgen. All das führt dazu, dass Nacktheit eine wichtige Form öffentlichen Widerstandes ist. Islamismus möchte, dass wir in Leichensäcken rumlaufen, nicht gehört oder gesehen werden. Wir machen da nicht mit. Genauso wie wir auch nicht aufhören, Gott zu lästern, abtrünnig zu sein oder Säkularismus und Grundrechte einzufordern. Vielen Dank.
Ich möchte Ihnen nur kurz sagen, dass hier der Protest am 8. März war. Da war ich selbst anwesend. Amina Alia aus Ägypten, nein, Amina aus Tunesien. Ich habe hier Allah aus der Flagge rausgeschnitten, wie man sieht, und habe was viel Wichtigeres eingefügt. Die Blasphemie muss gefeiert werden, wie Ina Shevchenko von Femen gesagt hat, als Abtrünnigkeit. Das ist ein wesentlicher Aspekt, wenn man voll menschlich sein will im Zeitalter von ISIS. Diejenigen, die den Säkularismus, den Abfall vom Islam oder Blasphemie oder den Kampf gegen den Schleier als kulturell unangemessen erachten, als westlich, kolonialistisch, die bedenken nur die Befindlichkeiten der Islamisten und deren Werte und nicht derjenigen, die sich dem widersetzen. Es ist mit Sicherheit nicht rassistisch. Hier sehen wir einen großartigen Cartoon von Jesus Amor. Ich weiß nicht, ob Jesus and Mo, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Jesus sagt, es geht um Jesus und Mohammed. Jesus sagt, wenn wir zusammen in Frieden leben wollen, in einer multikulturellen Gesellschaft, dann müssen wir sicherstellen, dass sie die fundamentalen Überzeugungen geschützt werden. Und der andere, Mohammed sagt dann, ich will nicht, dass die geschützt werden. Bitte greifen Sie mich jederzeit an. Das sagt Jesus. Und dann sagt Mohammed wiederum Rassist. Wenn man das Rassismus nennt, dann versteht man nicht, dass die anderen auch Abweichler haben und Klassenpolitik und soziale und politische Bewegungen und auch befreit sein wollen von religiöser Strangulierung. Islamophobie ist ein politischer Begriff, der verwendet wird, um die Menschen zum Schweigen zu bringen. Rassismus existiert und muss unmissverständlich verurteilt werden, aber sie können Rassismus nicht durch Zensur und Schweigen stoppen. Ist es aber nicht rassistisch nahezulegen, dass alle Muslime Kritik nicht tolerieren können und freies Gedankengut anders als durch Gewalt. Aber Gewalt ist nicht unsere Kultur, das ist die Kultur des Islamismus. Nichtsdestotrotz ist der authentische Muslim immer als regressiv anzusehen, aber nicht in diesem Fall. Nur weil die Bibel die Sklaverei sanktioniert oder Steinigung, dann heißt es nicht, dass alle Christen das tun. Das bedeutet nicht, dass jeder, der in einem christlichen Land geboren wurde, Christ ist oder Religion ernst nimmt. Wie ich schon gesagt habe, Kultur ist nicht homogen, Gesellschaft ist es auch nicht oder Gemeinschaften sind es auch nicht. Nein, niemals, nirgends in der Welt. Es ist doch gesunder Menschenverstand. Ich weiß nicht, warum man das in Bezug auf den Islam und die Muslims nicht sehen kann. Ist Deutschland ein christliches Land? Sind alle Deutschen Christen? Sind alle Deutschen oder Christen Neonazis oder Pro-Pegida? Nicht jeder Christ oder Europäer repräsentiert die Werte der Aufklärung. Genauso wenig wie jeder Muslim die Kultur der Misogynie und Brutalität repräsentiert. Hier gibt es einen Clash innerhalb der Familien, der Haushalte, in den Vierteln, in den Gemeinschaften, in den Gesellschaften, in der ganzen Welt. Es ist kein Clash der Zivilisationen oder ein Antagonismus zwischen einem säkulären Westen und einem religiösen Osten, sondern es ist ein globaler Kampf zwischen Säkularisten, darunter auch Gläubige, und Theokraten und der religiösen Rechten auf der anderen Seite. Nur wenn wir sehen, wenn wir diesen Dissent sehen und anerkennen, dass dieser Dissent auch in uns selbst liegt und wenn wir die Grundrechte und die Freiheiten in Säkularisten und eine neue Aufklärung gegen die islamistische Inquisition verteidigen, werden wir unsere Abweichler ehren, an ihrer Seite stehen und die religiöse Rechte zurückdrängen. Wir leben im Alter von ISIS. Ja, das stimmt, aber das ist auch wiederum das Zeitalter unglaublichen menschlichen Widerstandes und einer anti-islamischen Gegenreaktion und einer Aufklärung, die von unten heraufgeblubbert kommt. Wo stehen wir jetzt in diesem Kampf? Es ist nicht genug, sich gegen den US-Militarismus und Wirtschaftssanktionen aufzulehnen oder den Rassismus und die extreme Rechte zu bekämpfen. On the left, standing with Islamists against their own far right. They're all fascists. They all deserve to be in one camp. And those people need to be on our side. Es ist nicht genug, sich gegen die Scharia im Iran aufzulegen.
sondern hier in Europa auch für diese, das Recht der Menschen auf Religion zu kämpfen. Das ist ein Kampf an vielen Fronten. Der Bedarf an Säkularismus, eine klare Trennung der Religion vom Staat, das brauchen wir, nicht so eine Wischiwaschi-Staatenneutralität. Dies ist wesentlich, um gegen die religiöse Rechte und den Eingriff der Religion in die Menschen der Leben vor, in das Leben der Menschen vorzugehen. Wie der britische Philosoph A.C. Grayling gesagt hat, der Säkularismus ist ein Grundrecht, das aktiv verteidigt werden muss, gefördert und artikuliert. Ich möchte zum Schluss kommen und den iranischen Marxisten Mansur Heckman zitieren. Er sagte, wir sitzen nicht hier, um ein Urteil zu fällen über die Welt, sondern wir sind Akteure und Beteiligte in dieser Welt. Jeder von uns ist ein Teil dieses historischen weltweiten Kampfs, der meiner Meinung nach, bei dem es immer nur um Freiheit und Menschenrechte ging, von Anfang an. Vielen Dank. Und ich hatte ja versprochen, dass wir jetzt eine Frage- und Antwort-Sitzung kurz machen können für 5 Minuten. So, ich stelle den Fragen. Gibt es Kommentare? Danke, Mariam, für die Präsentation und ich danke auch für die Arbeit, die du im Rat der ehemaligen Muslime übernimmst. Und du sollst wissen, dass du viele Freunde und Bewunderer in Nigeria hast und zum Beispiel hat das Projekt viele Menschen inspiriert, nicht nur in Nigeria, aber natürlich kann man sich nicht offen treffen aufgrund der Situation, die in Nigeria vorherrscht. Aber ich wollte dir einfach nur sagen, dass du viele Menschen inspirierst. Ja. Kommen wir zu meiner Frage. Mariam, schau mal. Ich beginne mir etwas zu überlegen. Gut. Islamische Rassisten. Okay. Ja. Das ist die Antwort, die ich geben möchte. Und ich habe bisher keine Zuhörerschaft da gefunden. Wie können Sie es wagen? Sie haben uns gesagt, Mohammed ist der höchste Prophet, der höchste Lehrer. Warum kommt er denn aus dem Nahen Osten und nicht aus Afrika? Warum? Und warum sollte man den Propheten anhalten? Wer hat ihn denn angehalten? Wer hat es unterbunden, was er macht? Wichtig ist, dass wir doch verstehen, die Spiritualität oder die Perfektion aus dem Nahen Osten kommt. Das will ich aber gar nicht. Das ist nicht das Richtige. Ich glaube, dass der Islam selbst die Wurzel des Rassismus ist. Warum kommt denn der höchste Prophet aus dem Nahen Osten und nicht aus meinem Land sozusagen, als mein Nachbar? Warum sollte er der Retter sein? Der Retter der Welt? Der christliche Prophet, Jesus Christ, was auch immer. Warum sollte ich nicht sagen, und der kommt aus meiner eigenen Stadt? Warum kann man nicht sagen, der sieht aus wie ich? Warum kann nicht Jesus Christus genau so aussehen wie dieser Herr hier zum Beispiel? Ich meine, wir müssen verstehen, dass Rassismus in die Konfiguration von Religion eingebettet ist. Das heißt, wenn die Leute reagieren, dann kann man sagen, okay, du bist Rassist. Wir sind Rassisten, weil wir das Christentum oder den Islam kritisieren. Warum sollte also die Vertretung der Christen und der Islamanhänger nur das verstehen? Und warum müssen die anderen anbeten, gucken und ihr Geld nehmen und dann damit noch auf Reisen gehen nach Mekka oder so. Das heißt, man sollte doch lieber nach Saudi-Arabien direkt gehen. Was macht das überhaupt für einen Sinn? Ich
Ich möchte einige Fragen und Kommentare aufnehmen, sodass andere auch die Chance haben, das Wort zu ergreifen. Ich möchte nur ganz schnell einmal Danke sagen dafür, dass du das gerade gesagt hast. Denn als schwarzer Amerikaner, war man ja dazu gezwungen, die Religion des weißen Mannes anzunehmen. Und das ist genau das, was in den USA passiert. Eine Kultur, eine Gruppe, eine Rasse von Menschen hat ihr kulturelles Erbe verloren und musste die Tradition ihres Herrschers übernehmen, der letztendlich die Sklaverei eingeführt hat und sie selber versklavt hat. Okay, ein letzter Kommentar. Könnten Sie den Unterschied zwischen islamisch und islamistisch beschreiben? Gibt es Muslime, die nicht islamistisch sind? Okay, vielen Dank. Ich möchte zunächst einmal schnell diese Punkte ansprechen. Ich meine, das, was ich gerade versucht habe anzusprechen, ist, dass Muslime Menschen leben, so leben wie viele andere Menschen auch. Das hat nicht unbedingt viel mit dem Glauben des Islam zu tun. Und auch nicht mit dem Islamismus, einem rechtsorientierten Bewegung. Es ist wichtig, dass wir Menschen mit Würde behandeln, aber in unserer Kritik des Islam und des Islamismus sind wir klar. Und Islam ist rassistisch. Ja, ich glaube, alle Religionen sind sexistisch, inhuman. Sie sollten wirklich in die Mülltonne der Geschichte gehen. Und okay, ich will jetzt nicht sagen, okay, wir brauchen einen schwarzen Mohammed, aber je weniger er identifizierbar ist für Menschen, desto besser. Okay, lassen wir diese Idee mal stehen, aber ich möchte Ihnen auch sagen, dass ich hier einige Informationen über die verschiedenen Projekte habe, zum Beispiel Brot und Rosen, eine Fernsehsendung in Persisch und Englisch, das direkt im Iran ausgestrahlt wird, dass die iranische Regierung hat uns korrupt und unmoralisch genannt und gerade deswegen sollten die uns ansehen. Es gibt auch den Rat der Ex-Muslims. Wir haben über Fitna gesprochen, eine Frauenrechtsorganisation. Wenn Islamisten uns Fitna nennen, genau das wollen wir sein. Es gibt die Internationale Front des Säkularismus und ein Recht für alle. Das heißt, kontaktieren Sie mich, gehen Sie auf unsere Webseiten und damit danke ich Ihnen.